Ich hier was auch da. So, dann bin ich da. Ich auch. Meteor ist auch echt gut. Bitte? Da wünsche ich einmal viel Spaß, wirklich. Oh Gott. So. Bin wieder ein bisschen. User disconnected from your channel. Ich wünsche euch auch viel Spaß, ich gehe. Oh, okay. Nicht dabei, Leo. Also, wenn ihr jetzt am Fahren seid, dann bin ich aber auch raus. Tschüss. Noch viel Spaß dabei. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. So, mit Vollgas anfahren, ne? Ne, Kirsche? So, mach mal. Ich mach das immer so. Ich bin zu blöd für alles andere. Ja, ich finde es komisch, dass man in Need for Speed 4 da echt so die Drehzahl quasi einstellen kann mit dem Gas. Oh fuck, ich bin doch auf der 100 Einschlag wie bei Need for Speed 4. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, ich kann das auch bei den ersten Kurven nicht klar. Jetzt kommt's, jetzt bin ich wahrscheinlich besser damit. Weil bisher funktioniert es ganz gut mit dem 100er-Einschlag. Mit dem was? 100 Grad oder was? Jo. Was hast du sonst? Oh Gott, das will. Ja, letztes Mal war ich auf 125 runter von 150. Aber auf 100 ist jetzt irgendwie ganz special-mäßig so. Weil das weiß, weil es noch auf Need for Speed 4 hier eingestellt war. Ist es auch ein Profiler oder wo ist das? Ja. Aber dann nicht rennspezifisch, ach, oder nee, doch? Ach nee, das ist ja spielspezifisch eh eingestellt, ne? Da müsste er ja doch auf 125 eigentlich sein. Der geht ja nach der Echse, auch wenn das Profil gerade nicht ausgewählt ist. Soweit ich weiß, kein Plan. Ich weiß es nicht, ich wechsle das immer. Ich weiß es gerade auch nicht. Weil ich kann ja die Gradzahl sowieso nicht einstellen. Ne. Ja, ich mag es mit kurzen Einschlägen. Ach, wir haben wieder Doom-Musik hier. Oh nein, warum untersteuerst du so behindert? Ja, war ja mal ganz schlecht gefahren, die Stelle. Voll das Untersteuern gehabt. Oh, Meteor hat einen Fehler gemacht. Meine Chance, den ersten Platz zu ergattern. Na, jetzt habe ich ihn direkt vor mir. Ja, der hat noch einen macht, kriege ich ihn, aber ansonsten wird es schwierig. Oh, oh, jetzt baue ich hier ein. Aber zum Glück nur einen kleinen. Boom, Soundcrash. Würde jetzt aber gerade wirklich brennend interessieren, auf welchen Einschlag ich jetzt gerade fahre. Glückwunsch, du bist Dritter. Der Sieger aus dem Fehler profitiert. Oh, meine Höchstgeschwindigkeit. Oh, das ist aber nicht schlecht. Oh, neue Strecke schon. Ja, ist random. Ich glaube, es sind drei oder so, dreimal die gleiche Strecke oder sowas. Schade, dass man das Auto nicht auch random hat, so wie bei uns immer die gleiche Karre ist, ein bisschen Fahrt. Ja, dafür ist es eine schnelle Karre. Demnach hat man ja nur fünf verschiedene Autos. Ja, vielleicht sieben oder acht. Manche Klassen haben ja zwei verschiedene. Aber man selber wird ja nur aus fünf verschiedenen. Das ist das Langweilige daran. Naja, so pro Klasse hast du mindestens einen, ne? Das wären fünf. Aber halt eben bei mancher Strecke ist halt der eine schneller als der andere. Manchmal nehme ich LM, manchmal CCK. Ach ja, stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, oh, was? Guck mal, was fahre ich hier? Hast du das gesehen, was ich mir gerade zusammenfahre? Nee, ihr seid alle Silber. Keine Ahnung, welcher ist. So. Ich finde auch ein bisschen scheiße, dass es hier nicht so eine Liste gibt wie bei
Die haben wie bei Pi-Sticks. Ja, ist echt, es gibt... Die Abschnitte können sie hier nicht machen wegen Alternativwegen, das wäre zu inakkurat. Mit der Platzierung ist das ja schon problematisch oft. Ja gut, das ist ja bei Einstecks auch inakkurat, aber du siehst halt eben so ungefähr, wo es ist. Ja, aber dann ist es halt. Achso, die Liste gibt's übrigens, ne? Die kannst du einblenden, musst halt eben Tab drücken. Ja, super, mit Lenkrad. Ja, ich hab jetzt auf den Knopf gelegt. Ja gut. Ja, aber die Liste ist scheiße, die blockiert. Ja, die blockiert ja die ganze Sicht. Ich meine jetzt natürlich die richtige ja, Sicht. Ja, das kannst du halt nur machen, wenn du irgendwo auf einer Geraden fährst. Aber ehrlich gesagt, in High Stakes kann ich da auch nicht hingucken. Sobald ich irgendwie aus der Mitte des Bildschirms nach links unten oder wo noch immer sie ist, hingucke, crash ich. Aber bei F4 gucke ich da ständig hin. Ja, kann ich nicht. Ja, ich gucke da auch ständig hin, aber das ist, also heute war es definitiv nicht der Grund, dass ich, so viele Rennen verloren habe. Das lag einfach daran, dass ich heute scheiße gefahren bin. Ja, ich möchte eigentlich nicht Viertens hier. Viertens hier will ich nicht. Will das ja nicht. Zwei Runden, hast ja noch Zeit. Ja, ist noch Spielraum für mehr Fehler. Muss man ja bei Demon immer sagen. Ne? Achtung, zweite Runde, nicht in Wald crashen und so, ne? Ja, ich habe das übrigens geändert bei dem Generator. Es sind jetzt immer mindestens zwei Runden. Ich fand den Vorschlag von Lord nicht schlecht. Ich glaube, von mir kam der, aber egal. Ich finde ihn auf jeden Fall auch gut. Ach so, von dir kam das. Dann habe ich mich geirrt. Aber der ist gut. Weiß Ravage eigentlich, dass wir den TRR-Clan haben, oder? Er kennt die Videos auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mal, ob der CLK hier gut war auf der Strecke. Ja, der CLK ist gut. Oh, warum dreht denn der sich jetzt? Ist und er ist rutschig. Das ist halt eben, ja, man kann nicht alles haben. Ja, aber Meteor hat mir das bestätigt, dass der mit bei dem CLK mit der Handbremse das Heck stabilisiert. Ja, habe ich noch nie gemacht. Habe ich so exakt noch gar nicht probiert. Hast noch nie mit einer Handbremse eines Autos das Heck stabilisiert? Solltest du mal tun. Nee, habe ich im echten Leben noch nicht gemacht und in diesem Rennen halt eben, in diesem Rennspiel auch noch nicht. HP2 gibt dir diese wundervolle Möglichkeit, dieses zu tun. Ja, und ich habe mir eine wundervolle Möglichkeit gegeben, einen dicken, fetten Unfall zu bauen. Der letzte Platz soll wohl diesmal mal... Wo ist der letzte Platz? Ach, das ist Tomete, ne? Ja, die anderen, die schlecht sind, fahre ich mit, also... Ja. Na, zum Glück fährst du mit, Tomete, sonst wäre ich ja jetzt ganz letzt. Das wäre ja richtig... Oh Mann... Nimm's nicht zu persönlich, ich mach nee, Spaß. Aber ich habe das Gefühl, Lord ist extrem viel besser geworden, oder? Der hat heute besser gefahren, auf jeden Fall. Ja, nee, aber bei Need for Speed 4 hat er ja eh gesagt, das ist sein Spiel. Ich glaube, der war auch früher besser, oder? Der hat ja jetzt quasi gerade erst wieder angefangen. Weiß nicht, wie lang die Pause war, ob die dann was irgendwie ausgewirkt hat. Du nice ist ja sein Lords Problemchen. Nein, ich glaube eher Cheat Engine ist das Problemchen. Ja, das auch. Das sowieso. Ich könnte ja wetten, dass diese Leute hier nicht den Reset Speed von 0 benutzen. Nee, IP Launch sagt 35. Ich hab's auch auf 35 gewechselt. Ja, ich nicht. Hier. Dafür habe ich Batch-Dateien. Aber dafür habe ich den Ghost drin. Also ja, okay. Wenn die das alles wüssten. Oh Mann, ey. Wenn die das alles wüssten. Na gut, das sieht man ja in den Videos. Aber dafür benutzen die Instant Steering bei Need for Speed 4 und das finde ich wiederum scheiße. Wobei ich gar nicht so genau verstehe, warum das jetzt ein Vorteil ist. Oh, das ist ein massiver Vorteil. Ich meine, es hilft dir... Oh Gott, nee. Es hilft dir quasi sehr schnell von ganz links nach ganz rechts oder von ganz links nach geradeaus zu lenken, richtig? Naja, du hast halt immer sofort Volleinschlag, ne? Also ja, also sehr schnell lenken.
Ja, so, instant und quasi. Und wo, wo brauchst du das? Wo hilft das wirklich? Das hilft bei Need for Speed 4. Bringt dir das teilweise ein paar Sekunden. Ah, ja, aber wo denn? An welcher Stelle? Wann will ich denn von voll hart links eingeschlagen auf voll geradeaus? In jeder Kurve hilft dir das. In jeder fucking Kurve. Ja, aber dann, wenn das so ist, dann nimm Keyboard, oder? Ja, aber Keyboard lenkt ja auch. Und je länger man drückt, weiter ein. Und nicht Insta sofort voll einschlag. Ach so. Das ist ja das Ding. Ja gut, aber dann nimm ein Lenkrad mit einer extremen Todeszone, wo es quasi nur einen ganz kleinen Radius gibt. Als wenn du halt eben bei dir die Winkel auf, keine Ahnung, 20 Grad stellst oder sowas. Ja, aber damit umgehst... Es ist so eine Physikgeschichte, weil wenn du jetzt wirklich komplett nie einen anderen Lenkeinschlag als voll hast und umgehst auch den Physikanteil der Lenkung, wo es eben halt nicht voll einschlägt. Gut, aber wenn du auf deinen Lenkrad 20 Grad nur einstellst, hast du das doch genauso, oder? Ich meine, die 20 Grad kannst du in quasi Nullzeit darüber reißen. Ja, es geht aber darum, dass da überhaupt gar kein Weg existiert darüber. Das ist aber noch so kurz. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sekunden wirklich bringt. Aber ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus, nicht wie viel, ich weiß es nicht. Aber vorstellen kann ich es mir halt nicht. Es ist halt dadurch, wenn du es komplett wegmachst, dass du wirklich... Ja, dass es diesen Zwischenweg der Lenkung überhaupt gar nicht mehr gibt. Also selbst, also nicht via Tod, sondern wirklich gar nicht mehr gibt, wie mit diesem Bug halt. Dann umgehst du halt auch eine ganze Physikeinheit der Lenkung quasi, weil du immer nur den Physik von der Volleinschlag hast. Und das bringt dir leider einige Sekunden. Aber ich dachte, war das nicht in Need for Speed 4 auch so, dass das nicht auch, aber war das da nicht so, dass das Lenken einen quasi zu eng genommen, scheiße. Macht? Was, jetzt habe ich jetzt nicht verstanden. Dass das Lenken Meter einen nicht langsamer macht. Ah, das ist schwierig dir zu erklären, weil das wirklich eine Physiksache von dem Spiel ist. Okay. Darfst du jetzt nicht als, muss ein bisschen tiefgründiger. Ja gut, dann müsstest du halt einfach probieren, ne? Mit und ohne gegeneinander fahren, dann sieht man ja, was bei rauskommt. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ihr wollt nicht, dass ich den Bug benutze. Ich kann ihn aber auch gar nicht mehr benutzen, weil mit Tastatur ist er nur mit Windows XP auslösbar. XP? Aber mit XP. Ja, habe ich einen Rechner hier rumstehen, kein Problem. Ja, dann auf Tastatur stellen, dann das Spiel mit Gamepad starten. Ich befürchte, da kann man kein Gamepad anschließen. Dann hoffe ich, dass dein XP-Rechner keine Internetverbindung hat. Oder ja, das Kabel liegt daneben, aber manchmal stecke ich es rein. Irgendein Analoggerät anschließen und dann in-game die Steuerung auf Tastatur ändern, dann kommt der Bug. Wobei anders gesagt, mein Windows 7-Rechner hier ist ja auch noch am Internet, also. Ja, gibt ja auch noch Updates. Also, kommt ja noch was. Weil wenn das mich dann in-game von analog auf digital wechselt, dann kommt auch eine Warnung, ist nicht empfohlen und so von Need for Speed 4. Aber genau dann machst du halt diesen Bug, dass du eben halt dieses Instant Steering hast. So, ich mach erstmal ein bisschen Pause hier. Ich komm nachher wahrscheinlich doch mal ran, wenn ihr noch am Spielen seid. Okay. Bis denn. Jo. Bis denn. Aber seit Windows 7 geht das halt nicht mehr. Aber krass, dass das mit einem Gamepad ohne weiteres zu tun sogar geht. Nur weil das keinen Analogstick hat. Das ist krass. Ja, dann kann man es halt eben auch eigentlich nicht mehr Bug oder Cheat nennen, ne? Das meinte Ravage ja auch, aber es ist tatsächlich trotzdem ein Bug. Weil das hat EA so nicht gewollt. Aber die haben bestimmt vieles so nicht gewollt, aber... Aber EA kümmert das ja nicht, sowas nicht, als ob die Bugs fixen. Und heutzutage ist das ja noch schlimmer mit EA. Das Spiel hat einen Bug, ja scheiß drauf. Nächstes NFS kommt dann. Ich wollte gerade sagen, genau, nach einem Jahr hast du die neue Version, nimm die doch einfach. Die dann auch wieder Bugs hat. Ja, aber andere. Bessere Bugs. Ja. Und natürlich immer rauswaschen. Das hat nicht nur dann
eben halt die Bugs drin. Nein, es werden natürlich auch Features gestrichen. Das musst du aber auch machen, damit du sie quasi 3 Versionen später als große Ankündigung wieder reinholen kannst. Na genau, HP2 hat kein Wetter bekommen, dann haben wir ein Underground, was eh ein komplett anderes Spiel ist. Dann hätte das Wetter doch hier reinklatschen können. Also irgendwie crash ich hier eine ganze Menge. Ja, ich bin auch so ein bisschen crash-anfällig heute. Aber ich quatsche doch zu viel. Aber ich fahre jetzt ja eh nur aus Fun und ich kompetitiv wie bei Running Racers. Nein, eigentlich würde ich ja auch versuchen zu gewinnen, logischerweise. Aber bei Running Racers, bei meinem Clan, mit euch ist mir es natürlich entsprechend wichtiger, eine gute Leistung abzuliefern. Weil dieses kompetitive Racing macht mir halt Fun. Ja, dann muss ich ja nochmal darauf hinweisen, dass ich das erste und letzte Rennen heute aber ich gewonnen habe. Ja. Ja. Seid ihr auch verdient. seid ihr auch vergönnt, so. Was? Na gut, beim letzten war es echt nur der Startplatz. Nee. Du hast bessere Rundzeiten durch die Bank gehabt und das hättest du mich trotzdem überholt. Ja, naja, Lord hatte, glaube ich, schnellere, aber das ist egal. Also, du warst auch auf 80er Zeiten, da kam ich nicht hin. Na gut, du warst auf. Moment, die waren auf 70er Zeiten, du warst auf 80er. Nee, ich hatte 90er Zeiten. 90er? Ja. Ich kam da nicht hin. Und deswegen, auf Achrunden hättest du mich da trotzdem gekriegt, da bin ich fest von überzeugt. Man wird's nie erfahren, aber bin mir nicht so sicher. Weil dann hast du ja auch noch Verkehr vor dir und sowas, ich hatte ja Freisicht, ne? Na gut, Verkehr hatte ich da ja nicht in dem Rennen. Achso, du meinst den Gegnerverkehr. Ja, genau. Lenkt ja auch alles ein bisschen ab. Das lenkt ab, auf jeden Fall, total. Aber trotzdem. Da war ja keine Runde ideal. Und das war wahrscheinlich wirklich wie in dem Infahren, aber ich fand das halt von Intus 2 Intus. Weil da darfst du das nicht machen, da setzt du dann auf. Was ja auch eigentlich Sinn macht. Ja, macht Sinn. Aber ich wusste halt nicht, dass es nicht gehen sollte, also bin ich einfach lang gefahren beim Üben und ja, ging fertig. Wie gesagt, sei froh, dass es nicht Nitros wie 2 war, da hättest du mich sonst mächtig aufgesetzt. Ja gut, das hätte ich ja dann gemerkt, ne? Beim ersten Mal versuchen hätte ich ja gemerkt, dass es dann nicht geht und... Ja, aber dann wäre das Rennen auch schon für dich gelaufen gewesen. Nein, ich hab's ja vorher auch schon mal gefahren. Also jetzt, heute Nachmittag und gestern. Achso, da wusstest du schon vorher Bescheid, ja. Ja gut. Da wusste ich halt nicht vorher Bescheid. Ja, weil du es gar nicht erst probiert hast, ne? Weil du wusstest, dass es von Need for Speed 2 nicht geht. Ja. Ich habe das Rennen diesmal gewonnen. Oh, ich hatte mehrere Crashes. Glückwunsch, du bist Dritter. Habe ich ASAC offen? Aber wir haben die gleiche Rundenzeit. Exakt die gleiche. Ich weiß gar nicht, ob ich ASAC offen habe. Scheiße. Doch, ich glaube schon. Das wichtigste Tool, das darf ich doch nicht vergessen. Naja, genau. Ohne ASAC macht das alles keinen Sinn. Ne. Dann ist das Spiel nie passiert hier. So, ich probiere es mal mit manuell. Geht sowieso in die Hose, aber... Man muss sich ja mal ins Unglück stürzen, ne? Falls ich überhaupt jetzt schalten kann. Nee, weil sich das nicht was mit 4 Profil dran hat. Ja. Ach so, wegen den Knöpfen. Ah, ich kann schalten. Ja gut, also dann hat das wahrscheinlich auch wirklich das Profil gewechselt. Naja gut, also hochschalten kann ich. Achso, ja gut, hochschalten ging ja immer, ne? Die Frage ist, ob der Runterschaltknopf da gemappt ist oder nicht. Genau. Obwohl, der ist gleich gemappt. Das sollte tatsächlich sogar gehen. Ich fahre diesmal einen Umweg. Weil ich kann und so. Oh. War so schön darum gekommen, danach crash ich. Na klar, irgendeiner muss diesen Job doch tun. Ja. Ja komm, Tomate ist weg. Ja, stimmt, irgendwer muss es machen. Dann brauchen wir jetzt einen Ersatzfahrer, der das macht. Mann, sind wir wieder gemein heute. Oh, ich bin der Ersatzfahrer. Ah, sehr gut. Schöne Rolle. Und dann, ach, wie schön. 0 km/h Reset. Ciao. Ja, es ist. Das ist spannend. Oh, da seid ihr ja schon wieder alle. Ja.
Ich habe beim Reinfahren in die Abkürzung einen Fehler gemacht und Media beim Rausfahren. Es sind alle da! Alle wieder da! Alle gleich schlecht, hervorragend. Obwohl alle sogar gut. Alle haben dann Fehler gemacht. Das ist cool. Kann ich auch mitleben. Hä? Dann fährt der jetzt auch unten lang, oder was? Ja, beim Wasser. Nee, aber wer ist denn das? Ist das der... Das Meteor, glaube ich, ist auch unten lang gefahren. Was, nicht beim Wasser? Nein, ich meine ja bei dem, wo es halt, wo wir gerade waren, wo es zweiteilig ist, ne? Wo es einen oberen und einen, also einen linken und einen rechten Teil gibt. Ja. Also ich bin ganz normal beim Wasser gefahren und scheiße, was fahre ich mir denn hier zusammen? Oh, ein bisschen außen lang. Das kostet nicht viel. Ah, shit. Oh. Oh. Bleib doch flieg hier. Flieg ab! Du musst hier aber mächtig, aber dafür komme ich jetzt hier hoch. Ohne Schwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob es gut ist, hier unten lang zu fahren mit dem Auto. Ich glaube eher nicht, ja. Kommt drauf an, wie man es bekommt. Naja, meistens nicht so gut. Halt schwieriger da unten. Ja. So. Also, gutes HP2-Training für nächste Woche. Ja, ich habe gesehen, da kommt auch eine LM vor. Rekord. Ja. Aber der CLK ist wieder nicht dabei. Und natürlich konnte sich der Random das sich nicht nehmen lassen, zumindest beim letzten Rennen nochmal das HSV-Coupé mit reinzunehmen. Ey, das ist unglaublich. Das ist das scheiß Auto. Das konnte sich der Random jetzt echt nicht nehmen lassen. Nein! Tschüss! Wir sehen uns später. Mann, ich bin fehleranfällig geworden. Ich werd alt. Jetzt schon. Jo. Für Gamer-Skills bin ich sau alt. Deutlich über 16, ja. Richtig. So, dein Auto, ich erwische es. Bam. Wo sind denn die CLKs? Da sind sie ja. Die waren ganz schön langsam unterwegs hier auf der Strecke, ne? Ja, der passt ja nicht so gut in den CLK. Ne, der ist hier ganz schön langsam. Der Sieg gehört. Ja, es geht auch quasi genauso schnell, aber er ist halt scheißen rutschig. Nee, geht nicht. Und da habe ich auch Videos von unglaublichen Zeiten vom CLK. Also nicht von mir, sondern von anderen halt eben. Naja, aber die Weltrekorde sind trotzdem mit dem McLaren. Ja, aber es ist, ist richtig, aber es ist nicht so groß der Abstand, wie man denkt. Na doch, der ist schon da, also... Man ja, muss davon, musst du überlegen. Man muss, hier... man muss von seinem eigenen Skill ausgehen, von allen Fahrern jeweils und die... Ja gut, aber dann musst du auch trainieren, wenn du es wirklich vergleichen willst, ne? Wann hast du den CLK trainiert auf der Strecke? Ich nicht. Weil das kann... Weil... Es ist ja klar, wenn jemand besser fährt, dann ist er natürlich auch mit dem CLK schneller. Das ist ja gar keine Frage. Aber schön, dass ich nicht der Einzige bin, der das Heck des CLK mit der Handbremse stabilisiert. Ja, der das überhaupt weiß. So, jetzt mal oben lang. Ich fahre hier lieber hier oben links. Ja, genau, eigentlich auch. Und wenn das Auto langsam genug ist, dann ist halt eben unten auch competitive. Das ist ja ein Unsinn da hinter mir. Wieso hinter dir? Ja, jetzt nicht mehr, aber eben. Oh. Da hinter mir, siehst du doch. Ja. Aber der Crash war erstaunlich harmlos. Ich habe irgendwie sehr geschickt von der Wand abgebounced.
So, das ist gar nicht so schlimm. Jawohl, natürlich Auto, natürlich. Natürlich. Oh, letzter. Wenig geschickt von der Wand abgebounced. Da kippt er einfach um. Ja, das war das Stabilere der beiden Autos, ne? Jetzt mit dem CLK, ja. Ah, ich komme hier aber auch nicht durch, ohne vom Gas zu gehen. Ach, wieso fahre ich denn da immer gegen, ich Vollhonk? Macht das aber auch echt jedes Mal. Gott, jetzt fahre ich wieder unten lang, obwohl ich mir gerade überlegt habe, dass oben lang doch besser gewesen wäre. Schon wieder vergessen. Die Routine. Ja, echt, genau. Weil wir immer die langsamen Autos fahren und da ist unten wahrscheinlich doch dann besser. Zweiter bin ich wieder. Vielleicht kippen wir mal diesmal nicht um Auto. Was hältst du davon? Ja, ich bin da voll abgeflogen gerade. Gut, diesmal nicht umgekippt. Sehr schön. Kann es aber trotzdem noch weit genug vorne zu sein. Wow. Natürlich fahre ich da jetzt so scheiße. Ah. Das ist nicht mein Ernst, was ich hier tue. Wo crashst du denn da die ganze Zeit? Ach, was auch nicht. Immer neue Stellen. Okay. Bisschen dann, Abwechslung reinbringen. Und dann noch an welchen, an der es eigentlich nicht passieren sollte. Gewinnt noch der Mercedes vor mir oder was? Nee, so gewinnt er nicht. Oh, sogar knapp bei euch. Ja, der Mercedes hat den Berg mal vollkommen verkackt. Ja, alle langsam. Du hast gewonnen! Das war ja mal richtiger Bullshit. Bullshit. Ich halt auch an dem Hochfahren gerne mag, ist, dass er dann beim Runterfahren so richtig schön auf Schwung kriegt. Bei dem Hügel meinst du, oder was? Ejo, ejo. Oh, dieser, wo du jetzt ja auch da fährst.
Wenn man da wieder runterfährt, kriegt er ja so richtig schön Schwung. Ach. Das kann nicht sein. Ich hab's. Zwar einen kleinen Fehler gehabt, aber irgendwie gerade durchgekommen, noch nur langsam halt. Aber nicht geflogen, abgeflogen. In diese Richtung ist die Hütte nicht da, woran ich mich orientieren kann, bei dem tiefen Berg nach unten bei der Hütte da. Und die andersrum fährt ist eine Hütte, da gucke ich drauf und fahre automatisch richtig. Okay, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die ist von dieser Fahrtrichtung nicht da. Das finde ich sehr ärgerlich. Wie die fehlt als Geometrie, als Objekt einfach. Oder man sieht sie halt nicht. Das klang nach Unfall. Och, nö, eigentlich nicht. Nur so ein kleiner Dreher bei Highspeed. Also im Bergabteil halt eben mit Reset anschließend. Unfall, ja. Naja gut, das könnte als Unfall durchgehen. Ja. Und dann klingt schon wieder so ein Dämon hinter einem, ne? Denkt man, man hat seine Ruhe und kann jetzt mal riskieren, drauf anlegen und nix ist. Nein. Ich lauer. Gut, ich muss ja nur warten bis zu dieser Bergabpassage, dann fliegst du ja hoffentlich wieder ab. Jetzt fliege ich hier erstmal ab. Und muss nochmal resetten. Glücklicherweise nach innen resettet worden. Komm, du kannst, darfst doch gerne rumfahren, Auto. Nee, ich bin noch voll unterwegs hier. Ach, so ein Ärger. Also bin ich wieder gegen jemand gefahren? Nee, diesmal mal nicht. Aber vielleicht ist ja diesmal eine andere wieder. Ja, genau. Abwechslung reinbringen. Ja, bisher. Ja, es gibt's doch nicht. Ja, es war jetzt zu viele Crash diese Runde. Ausgezeichnet. Wenn ich jetzt nicht noch eine Palme mitnehme, wird alles gut. Jetzt kommt der Berg am Ende. Da braucht man nicht bremsen. Ist schon klar. Mit dem Auto sollte man es besser tun. Das geht auch so. 1,58, was ist denn das für eine Horrorzeit? Was denn? Ist nicht schlecht, einer der besten bisher. Wegen dem Berg kann man hier ja nicht so schnell wie vorwärts. Ja, ja. Das habe ich nicht bedacht. Ja, trotzdem, erstmal unter 2 Minuten kommen. Das ist. Ja, ich hatte eine 1,58 im ersten Rennen, danach gab es keine weitere unter 2 Minuten. Bis deine jetzt. Okay. Also war die gut. Oh, die war sogar eine halbe Sekunde besser als die ich im ersten Rennen gefahren bin. Okay, cool. Also kann ich's noch. Ja, man muss halt nur durchkommen, ne? Jetzt nehme ich mal wieder meinen tollen Mercedes. Ja, hört sich gut an. Speed Limit 35. Ja, Reset Speed halt, er musste nur Reset gedrückt halten und. Ist gerade 35, ja. Meine Hupe funktioniert noch tadellos. Ah, durch die Hupe weiß ich jetzt, dass es richtig ist. Ja, das wusste doch, sie schalten schon, oder nicht? Nee, dadurch wusste ich nicht, dass es genau gleich bei Need for Speed 4, weil ich da eh nicht schalte. Aber, ouch. Ja, genau, so, weswegen solltest du es da ändern, wenn du es da eh nicht benutzt? Aber. Aber die Hupe habe ich bei Need for Speed 4 auf dem linken Button. Wirklich? Warum hast du hier noch verschiedene? Ich meine, das ist doch verwirrend, oder nicht? Und bei HP2 auf dem rechten. Boah, da würde ich aber durcheinander kommen. Nee, da komme ich nicht durcheinander. Ich spiele nur drei Rennspiele.
Ja, aber trotzdem, hast du dich ans eine gewöhnt, spielst du schnell das andere hinterher, so wie jetzt zum Beispiel? Nee, das passt. Es ist mittlerweile ein Blutübergang. Ich hab's ja sogar hinbekommen, mit einer rechten Schaltwippe zu schalten und mit dem Button runterzuschalten. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber ja. Ein Workaround. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Ich würde das echt mal auseinanderschrauben, mal reingucken, wie es aussieht. Und ich will es nicht riskieren, das noch kaputter zu machen. Diese Plastikbomber G27 da. Muss ich halt nur merken, am besten immer schön jeden Schritt fotografieren, dann muss ich halt wieder zusammengebaut kriegen am Ende, das ist alles. Ja, daran hapert es nämlich dann wahrscheinlich schon. Ja, deswegen, einfach jeden Zwischenschritt fotografieren. Irgendwie Plastiktüten für die Schrauben oder sowas, dass die nicht verloren gehen. Hallo, richtig. Mein Lenkrad ist schon sehr viele Jahre alt und ich hab's auseinandergebaut. Krieg ich Garantie? Nein, natürlich kriegst du keine Garantie. Aber es. Die Chance, dass es. Ja, gut, wenn du es noch nie irgendwo gebastelt hast, dann mag sein, dass es dann kaputt geht. Ja, aber. Pfeiler. Aber stell dir das doch mal vor, so das Lenkrad, keine Ahnung, wie viele Jahre das schon alt ist, und dann sagst du, du gibst noch zusätzlich an. Ich hab das auseinandergebaut, das ist kaputt, ich möchte jetzt ein neues. Nein, das ist kein Problem, das kannst du haben, ne? Geh in den Laden, kauf dir eins. Ja. Das war so viel Service, kann man doch von Logitech jetzt wirklich mal erwarten. Also, das muss ja nun sein, ne? Na gut, das gibt's wirklich. Ich habe so einen uralten Lötkolben, den mir mein Onkel, ich weiß nicht, da war ich ein Kind oder so, geschenkt hat. Und irgendwie hatte ich dann irgendwann mal die Lötspitze davon kaputt gemacht und das Ding halt gab's nicht mehr, ne? Da gibt's auch keine Ersatzteile, gibt überhaupt nichts dazu zu kaufen. Bei Weller angerufen, also dem Hersteller, und die meinten, ja, wir haben noch welche auf Lager, ach komm, sag mir die Adresse, wir schicken dir einfach einen zu. Hab ich halt umsonst zwei Lötspitzen bekommen. Bei Werkzeug ist es durchaus mal drin, ja. Gerade die Profifirmen da. Wobei es halt eben auch ein günstiger Lötkolben war. Also wahrscheinlich wäre dann das Porto teurer gewesen als das Ersatzding. Nur es gab es halt eben nicht mehr, ne? Deswegen. Ach Gott, wo fahr ich? Jetzt fahr ich außen lang an diesem Wasserfall, ey. Du wolltest den Wasserfall mal genießen, die schöne Karte. Ach ja, der oben. Wasserfall ist schön und danach kommt diese komische Kurvenstrecke und ich weiß nicht, wo es lang geht. Wenn man da nie lang fährt, dann geht doch relativ geradeaus. Na, das geht nur geradeaus. Das Einzige, was an der Ecke nervig ist, ist der blöde Berg. Deswegen fährt man da nicht. Und natürlich das Wasser, das nervt natürlich auch. Also irgendwie komme ich mit dem CLK gerade weniger gut klar als mit dem LM, glaube ich. Na, ich fahre gerade nur wieder der letzte Henker hier. Das ist natürlich auch noch so eine Geschichte hier. Uff. Oh, ist das der Strecke mit der Palme in der Mitte? Was? Ja, aber nicht die eine zu früh nehmen. Aber wieso bin ich denn da jetzt so entlang gestriffen? Ich war voll drauf zu, aber längs gestriffen. So wie bei einer wie einem Alternativweg die Abkürzung, wo man ja auch mal dann. Das ist ärgerlich. Ja, disqualifiziert. Ja. Ich glaube, ich probiere mal den LM. Mal gucken, ob es da vielleicht besser liegt. Ist halt am Anfang scheiße, aber dafür später besser. Die Hupe funktioniert einwandfrei. Na gut, du kannst ja die Hupe auf den Hochschaltwippe, auf die Hochschaltwippe legen. Da musst du halt beides schaltende Knöpfe machen, dann ist es wenigstens einheitlich.
Nee, die Lupe muss ja funktionieren, ne? Da muss, wenn die ausfällt, ne? Stell dir vor, der zweite Schaltknopf fällt auch aus und dann geht die Lupe nicht mehr. Das wäre bitter. Das wäre natürlich sehr belastend, ne? Dann muss die Tastatur fahren. Genau, wegen nicht funktionierender Lupe. Irgendwie ist das keine Lenkradstrecke für mich. Token fahre ich besser mit der Tastatur. Da kann ich machen, was ich will. So, wer resettet sich da? Weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall mal überholt. Und das trotz Lenkrad und Tropen. Also Lenkrad und Tropen ist ja echt nicht meins. Eigentlich komisch, ne? Ich meine, Tropen sind mit vielen Kurven, also wo man viel lenken muss. Also wo man viel lenken muss, ist das Lenkrad schlecht? Ja, es ist wegen dem Handbremsen-Gedönse. Deswegen komme ich damit nicht so gut klar. Da habe ich mehr Feeling mit der Tastatur drin. Also kann ich meine flache Hand auf meine Handbremse auf meine Leertaste runterdrücken beim Bremsen. Das ist super komfortabel. Ja, dann machst du auch die Handbremse aufs Hochschalten. Ah, komm. Da habe ich das Ding so ganz leicht erwischt und schon bringt das Auto wieder komplett aus der Fassung. Wie kann das nur sein bei 250? Das kann keine Simulation sein hier. Das ist nicht. Das ist doch unrealistisch. Obwohl, ja. Ruf halt mal bei Mercedes an und beschwer dich. Ui! Ui! Okay, also Beifahrer wäre jetzt in dem Moment. Hätte sich jetzt keiner gewünscht, wie gefährlich ich da jetzt gerade gefahren bin und das Auto abfangen musste. Derjenige hätte dann gedacht, er stirbt. Aber alles ist gut gegangen. Kann ja auch mal Glück haben. Oh, Rammstein. Oha. Das ist ein Rammstein auf den Tropen hier. Mann, ich rutschte gerade so viel. Fühle mich gerade im HSV-Coupé. Rammstein, immer wieder gut. Da weiß man, was man hat. Wo fahre ich denn lang? Warum mache ich jetzt einen 360er? Ach komm, jetzt gehört der vierte mir oder was? Nein! Fehler von Reisitz. Gottes Willen, ich passe aber auch echt gerade nicht auf. So, Palme, ich komme. Boom! Oh, da klebt einer direkt hinter der Ziellinie. Du hast das Rennen gewonnen. Oh ja, meine LM-Bestzeit hier ist deutlich besser als meine CLK-Bestzeit. Dann bleibe ich, glaube ich, beim DLM. Das, du,
Wie kannst du das denn jetzt sagen? Ja, ich habe in dem HP2-Handbuch nichts derartiges gefunden, dass man das machen muss. Aber im Clan-Handbuch. Da, das habe ich auch nicht gesehen. Ne? Zeig mir mal, wo das stehen soll. Weil ich kann ja noch eins verfassen. Also. Ja, im Nachhinein. Oh Gott, da kommt aber in keine Kurve rum, das Auto hier. Wieso? Ist das auch eine LM oder was? Ja. Ja, nee, klar, am Anfang bist du halt eben schlechter. Da ist halt viel vom Gas gehen angesagt. Aber wenn du es halt am Anfang schaffst, bei den anderen dran zu bleiben, hinten raus kommt halt eben dann deine Zeit. Also ich habe jetzt die Wahl. Möchte ich rutschen oder möchte ich keine Kurve kriegen? Das ist aber keine tolle Auswahl, oder? Nee, das ist richtig. Aber keine Kurve kriegen kann man halt eben mit vom Gas gehen regeln. Ne? Das Rutschen passiert da eher überraschend. Vielleicht hilft da der Handbremsentrick. Vielleicht soll ich den echt mal probieren. Vom Gas gehen? Was ist das denn? Wie soll man das jetzt erklären? Da wird man ja langsamer dann. Nee, eigentlich nämlich nicht, weil du dadurch vermeidest, die Wand zu berühren. Ja, aber wenn ich auf mein Tacho gucke... Ja, du wirst langsam, aber nicht so viel langsamer, wie wenn du in die Wand reincrashst. Apropos Wand reincrashen, ach Gott, ey. Ah, danke. Da komme ich jetzt mit einem langsamen Auto vorbei. Ja, jetzt ist schon die Strecke, wo es gleich ist, würde ich mal sagen. Ich bin das nicht gewohnt, in so langsam Karriere zu fahren. Wie ist das jetzt genauso schnell wie der CDK? Boom! Aber nicht in der Kurve. Na, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich schon. Der treibt halt, den trägt halt mehr nach außen, aber er ist nicht unbedingt langsamer. Ja, das ist ja das Problem. Der braucht mal ein bisschen. Ja. Was braucht er eigentlich? So eine Strecke wie hier. Jetzt kommt so langsam LM-Time. Aha. Oh Gott, da kommt eine scharfe Kurve, das ist doch nichts für das Auto hier. Eine scharfe Kurve mit dem Auto. Oh Gott, ey, ich spiele echt Ping-Pong, Teil von den Wänden ab. Oh Gott, jetzt kommt mein Berg. Ja, aber der ist ja einfacher beim LM. Aber jetzt ist ja meine Hütte da. Dann ist ja alles gut. Was war das denn, Auto? Komm jetzt nicht in so komischen Fahrverhalten an hier. Oh Gott. Der eiert aber auch. What the fuck? Wieso fährt denn Meteor da jetzt gegen? Ist halt höflich, hat uns vorgelassen. Ja, hat er echt gemacht. Oh Gott, das war ja doch. Oh. Muss echt aufpassen, dass man nicht irgendwo gegen donnert mit dem Kahn hier. Wo ist deine Lebensversicherung? Ah, jetzt kommt der Teil, der gut ist. Ist früh, ne? Na, den kannst du jetzt wieder mit beiden fahren, glaube ich. Nee, der ist mit das McLaren zur Zeit hier. Der hat mich mehr Topspeed. Puh, oh, mit Überschlag sogar, das sagt ja mal alles. Aha. Was sagt die Uhr überhaupt? 10 nach 10. Warte jetzt wirklich? Naja, ist ja irgendwie jetzt Dingsy-Zeit, Winter oder sowas. War der Renntag so kurz? Ja. Ja, das war ja nur eine Stunde oder was?
Oh, jetzt kommt der Elise bestimmt. Nee. Oh, Wald, da muss ich ja sowieso den fahren, da geht er gar nicht anders. Ah, du kannst doch den Elise nehmen. Nee, der war nicht zur Auswahl. Ich glaube, das war eines der längsten HP2-Hosts, die Revic so gebracht hat. Ja gut, der hat eben schon viel zu früh, ich meine nicht viel zu früh, aber deutlich früher angefangen. Ich glaube, das liegt eher daran, dass er jetzt ganz schön lange Fahrer auf dem Server hatte. Naja, das ist wie erst so spät dazukam, vor allem halt. Oh! Was war das denn für ein Untersteuer eben? Oh nein, ich wollte links fahren. Oh. Ja, mach das, mach das. War jetzt irgendwie ja so ein bisschen auf dem anderen. Oh. Der Zaun ist bei meinem Texturdesign manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. War mir da langsam eine Nummer bei dir da eben, ne? Ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie man es richtig macht. Oh, jetzt habe ich den Fahrer gesehen. Der war echt oft bei McDonald's, habe ich gerade gesehen. Okay. Jetzt weiß ich, warum dein Auto schon nicht ganz so gut rumkommt, wie du dir vorstellst. Der Fahrer wiegt zu dir. Wenn er wenigstens in der Mitte sitzen würde, oder tut er das? Eigentlich müsste er das ja. Ja, McLaren ist Mitte angesagt. Das hat McLaren gemacht, damit man besser Musik hören kann, weil es ist doch Stereo. Das war sicherlich der Grund. Ja. McLaren hat sich gesagt, das ist doch alles Bullshit, was die anderen Autohersteller da machen. Das ist ja linkslastiger Stereo-Sound, das geht auch gar nicht. Und da hat McLaren die Idee gehabt. Sie haben eine der Boxen außen aus dem Fahrertür links raushängen lassen. Nee, ja, aber die lassen den Fahrer in der Mitte sitzen und Problem gelöst. Oder so, ja. Darum haben die das so gemacht. Das ist der ganze Grund. Ja, das war besser, glaube ich. Oh, du musst dieses Auto mal in einer Simulation fahren, du kriegst die Krise. Mach ich doch gerade. Ah! Willst du mir... Warum? Warum macht er dann einen Sprung zum Mond? Oh, wo bist du denn geblieben? Das Auto ist abgeflogen, als hätte ich den Jump da hinten genommen. Kannst du mir das mal physikalisch erklären? Ja, vielleicht noch irgendwelche Need for Speed 4 Gainer. Wow! Das ist hochzuschalten, ey. Naja. Das Auto ist gerade sowieso gerade ziemlich gut in der Lage zu springen. Ja, manchmal fliegt es komisch ab, aber ziemlich selten. Ach nee, ich habe die Handbremse beim B-Spitze nicht gedrückt, deswegen war der geflogen. Ich brauche da keine Handbremse. Ich brauche die Handbremse. Ohne Handbremse würde ich dieses Spiel nicht überleben. Okay. Die ist das wichtigste Utensil. Ach, ist jetzt Schluss, oder was? Ja, meinte noch. Eins noch. Mit dem letzten Rennen jetzt? Ach, komm. Mit dem letzten Rennen werde ich Letzter. Das wird uns immer so in Erinnerung bleiben. Der im letzten Rennen Letzter geworden ist. Was ist denn das für ein Tagesabschluss jetzt?